Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Torchlight. Uff, das war so lange her, als das letzte... Oh, das habe ich dann geklickt. Let's Play Torchlight gemacht habe, dass ich so ziemlich überhaupt keine Ahnung habe, wo war nicht. Und ich glaube, diese eine Frau da, die hat uns ja den Auftrag gegeben, irgendwie in das Dungeon reinzugehen, nicht? Und da würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal rein. Mit dem Mausrad kannst du da ran und wegzoomen. Ein Klick mit dem raus und hat dann deine Ansicht wieder zurück. Hammer. So, und hier ist wieder der spannende Torchlight-Ladebildschirm, den wir alle so lieben. Ach, und da ist es auch schon wieder. Grab der Erweckten. Ach, sind wir hier nicht mal zurückgegangen? Haben wir uns hier nicht mal zurückgeportet? Weil ich habe aber keine Ahnung, wie wir das damals gemacht haben. Und ich glaube, mit Linksklick können wir auch Angriff. Okay, ja, das ist richtig. Ich habe sogar die Grundlagen schon verlernt. Und was ist das? Azduruk. Ja, stirb, Azduruk. Und eins war heilen, genauer. Muss man auch immer ein bisschen... Was soll dir das? Ist der hier... Nein, falsche Taste gedrückt. Mein Gepäck ist voll. Lederwaffenrock? Hm. Ist jetzt scheiße. Was nochmal ihr? Genau. Können wir denn... Ach, wir haben das Ding benutzt, die Stadtportalschriftrolle. Und ich glaube, so Sinn ist es auch scheint. Oder warten wir, bis Hundi wieder zurückkommt? Ne, wir warten, bis Hundi zurückkommt. Dauert ja eh nicht mehr allzu lange. So, komm Hundi, ist er wieder da? Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Ach, der hatte sogar noch was im Inventar drin, okay. Und ich gebe jetzt, nein, Hundi-Inventar öffnen. Begleiterbogen? Genau das. Und jetzt, was geben wir dem mal? Haben wir, ach ja, da können wir noch kurz was identifizieren. Aber was, das brauchen wir, denke ich mal, nicht. Armbrust brauchen wir auch nicht. Lederstulpen brauchen wir auch nicht. Leuchtender Stab. Können wir aber noch nicht nehmen. Schade, dass wir... Ja, dann würde ich sagen... Rechtsklick kann man abbrechen, genau. Kartenschriftrolle. Ach, verschollenes Dungeon brauchen wir für ein Quest. Leuchtender Stab behalten wir. Die Armbrust kann er mal kurz kriegen. Genau wie das Ding. Das kann auch nehmen. Buchen. Ja, auch. Steinstreitkolben, da kann ich mich noch erinnern, das war unsere letztere Waffe. Jetzt haben wir einen eisernen Streitkolben. Und Lederrüstung klug. Nee, das ist ja... Was ganz Mieses, brauchen wir auch nicht. Können wir die stacken? Schade. Okay, dann würde ich sagen, mach dich mal auf den Weg, Hundi. Und wir reisen mal weiter hier durch die Nacht. Mannertrank, was ist das da oben für ein Dingenskirchen? Mal kurz gucken. Okay, das identifizieren wir erstmal mal. 17 Rüstung ist gleich besser als unser derzeitiges Dingens. Jetzt sind wir sogar im Einheitslook. Passt sogar ein bisschen. Können wir das Ding auch irgendwie drehen? Nein. Mist. Ansonsten ist eigentlich hier nichts, ne? Nee. Gut. Dann können wir weiter hervorbrechen. War das eine AOE? Ja, das stimmt, das war eine AOE. Ach ja, stimmt, damit... Ah, okay. Stimmt, damit konnten wir die so mit einem Schlag alle ausrotten. Was sie ja eigentlich eh schon sind. Die verrotten ja von alleine. Und dann töten wir hier mal die paar Mutanten hier, nicht? Und ich weiß gar nicht, ob Hundi eigentlich angreift. Das habe ich die ganze Zeit übersehen. So, ich glaube, das ist wieder ein Job für Hundi, oder? Ja. Aber schnell. Geht das eigentlich genauso wie bei Minecraft? Genau, ja, das ist doch mal schön.
So, das müsste alles sein. Hundi rennt wieder weg. Kusch. Hier oben war nichts mehr, ne? Ja. So. Und ich werde es jetzt so machen, zumindest werde ich es so versuchen, dass ich jeden Tag eine Folge Torchlight, eine Folge Minecraft reinstellen werde. Aber wie gesagt, ich versuche es auch nur. Deswegen ich auch wahrscheinlich bei Minecraft noch mitten in der Woche noch was aufnehmen muss, damit es komplett voll geht. Aber dann wird das vielleicht... Oder ich lasse es einfach... Schon wieder? Ach ja, stimmt. Was soll ich gerade sagen? Ach ja, stimmt. Oh, schon wieder so eine lebendige Truhe, ey. Stirb. Oh, ich hab viel gedroppt. Nicht identifizierte Stiefel. Ui! Und das, Pflanzenloser Reinglutstein. Ah. 6 Rüstung, 2. Nee, das ist scheiße. Ja, dann werde ich wahrscheinlich die restlichen Minecraft-Parts, die ich noch hab, hochladen. Und dann wird es eben Donnerstag und Freitag wahrscheinlich nur Torchlight geben. Tut mir leid, aber das ist immer so eine Sache. Was machst du da mit meinem Hundi, Mann? Was fällt dir ein, Mann? Braver Hundi. Und das hätte ich wissen müssen. Wenn uns schön viel Geld damit auch unsere Rüssi mal steigen wird. Obwohl, ich glaube, wir haben noch gar keine Rüssi gekauft, ne? Ich kann nichts mehr tragen. Ja, ganz ruhig. Die waren ja dämlich. Das sieht auch aus, als wäre es dämlich. Wäre es Sockeln. Sockeln könnten wir auch mal langsam. Weil wir haben schon so viel an Glutsteinzeug. Also, da wird's mal Zeit. Oder so viel an Sockelzeug. Dann, was gibt's hier oben noch zu entdecken? Ich weiß, wir könnten gerade da hinten runtergehen, aber ich will hier kurz noch ein bisschen rumstöbern. Da unten ist noch so eine... Dings. Ja, danke schön. Du bist tot. Jetzt da oben. Was ist da oben? Alter, putz. Ach, schon wieder so ein Vieh. Und du machst jetzt auch mal hier fort. Mach dich fort, Mann. So, und... Oh, meine Fresse, hat der Mundgeruch gehabt. Puh. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Du musst doch langsam mal... Die mussten doch langsam mal die Beine wehtun. Alter, das mit den Treppen, das lag ganz schön derb. Oh, ne, ich glaube, jetzt sind wir... Ah, nicht in den 14. Ring, den man nicht sehen konnte. Und jetzt sind wir wieder einmal im Kreis gelaufen. Und da haben sich gleich wieder neues Monster gespawnt. Das geht ja schnell. Ach ne, die krabbeln da aus der Kanalisation. Weiß ich nicht. Ach ja, stimmt. Das waren ja Ruinen hier. Das stimmt. Wir sind ja hier gar nicht mehr in dem Bergwerk. Wir sind ja schon in einer Ruine gelandet. Ach, und hier unten. Das fällt mir gerade auf. Die EP-Leiste. Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Huch. Habe ich schon mal was übersehen. Dann sind wir wieder beim Ladebildschirm. Wer hat das gedacht? Elementare Resistenzen, wer die Feuerresistenz senken, den Elementarschäden, den erleidet und verringern die Erfolgswahrscheinlichkeit schädlicher Effekte wie Verbrennen. Aha. Okay. So, ich höre schon die Musik. Und ich sehe diesen Kloppy. Ah, da sind wir ja. Hort der Schwerten. Schwerten. So, ach, das ist schon wieder so ein Stinkmaul. Und was ist das da unten für ein Vieh? Jetzt ist, was ist das? Ach, das ist wieder so ein großes Vieh. Und, die da alle, die sterben jetzt mal. Und der ist auch tot. Und der auch. Und so. Alles gut. Ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass Torchlight mal ein bisschen schwer wird, weil ich glaube, wir sind noch kein einziges Mal gestorben, ne? Und naja, das soll schon was heißen mit meiner Rollenspielerfahrung.
Ja, ne, schieß mich noch tot. So, und das Skelett ist da, glaube ich, gerade verbrannt. Ach nee, da ist ja noch eins, aber das ist jetzt weg. Schnell hier rüber. Was ist das? Gold? Was ist das? Was macht der denn hier unten? Ach, eine Falle. Ach, wie schön. Schön viele Erfahrungen für uns. Oh, da hinten ist so ein... Oh, nein, da hinten ist so ein... verseuchtes Vieh. Manche sind hartnäckig. Das glaubst du nicht. Oh, wir sollten uns mal langsam wieder heilen. Heiltrink kriegen wir hier genug. Was? Schon wieder nicht. Das ist dann wieder mal hier was für unseren Hundi, ne? Das kann er haben, das kann er auch haben, das kann er auch haben. Den müssen wir vorher identifizieren. Den Ball können wir das haben. Ach, weißt du was? Bin ich jetzt zu faul zu und, ja, Hundi, du kannst mal gehen, nicht? Und den, wo ist der, ach, der Stinkmaul, der regt sich dann auch hinten ein bisschen ab. Was will der uns hier schon wieder verschäbeln? Ach, wir können sogar gleich die Dinger sockeln. Also diese Ringe mit diesen... Haben wir da was? Ich glaube, wir können gar nicht sockeln, oder? Wo sieht man denn das nochmal? Wie sieht denn... Sockel 02, okay, das sieht man da oben. Wir können gar nicht sockeln, so wie es aussieht. Das ist ja mal großes Mist. Und das ist wieder so ein Gefangener von Azkaban. Wie heißen die nochmal? Diese Schergen von Azkaban, die Wächter von Azkaban aus Harry Potter. Fetter Typ, hat die meiste Zeit Tetris gespielt. Ich wette mit dir, du kennst den. Also du machst dann auch mal hier fort. Ach, du bist ja auch noch hier. Und der da, der lag nur ein bisschen rum. Was mit euch beiden, ne? Was wollt ihr? Nicht ein paar auf die Schnauze, oh, das tut mir leid. So, dann geh mal... weg. Ja, der ist wieder da. Wir machen hier Kohle. Und wir könnten uns ja eigentlich schon eine viel bessere Rüstung leisten. Aber das ist ja einmal das Problem mit den Skills und andererseits frage ich mich dann, ob dieses Spiel dann nicht zu langweilig wird. Och Mensch, was machst denn du auch? Dann dat. Und dat. Und eigentlich könnten wir auch die ganzen Sockeldinger verkaufen. Außer vielleicht... die zwei, die anderen sind eigentlich ziemlich schlaff. Jo, und dann kannst du Hundi schon mal wieder losrennen, ne? Kusch, kusch. Der Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Ach, und jetzt hätten wir eigentlich noch das Zeug, was wir hier noch haben, dem in die Tasche stopfen können. Aber nein, der ist ja schon wieder weggerannt. Und was macht ihr hier so? Eine Boyband. Ah, das tat weh. So, und was ist hier? Ach, ein Schalter, ein Hebel. Kein Schalter, ein Hebel. Oh, schon wieder so ein Vereinstreffen hier. Meine Fresse. Die Duschen sind da drüben, Kumpel. So, du machst auch mal hier Bekanntschaft mit dem Boden. Und was war das gerade? Ich habe keine Ahnung. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Ja, okay. So, und jetzt, vielleicht ganz kurze Ankündigung. Ach, Mist, jetzt habe ich den Namen vergessen. Schon wieder eine Quest erfüllt. Schon wieder. Ich kann nichts mehr tragen. Ach, aber Gold kannst du noch tragen, ne? Stimmt's ja. Für Geld sind immer die Taschen frei, stimmt's? So, Hundi. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, wir holen uns ein Nintendo-Spiel, aber ich habe leider den Namen vergessen. Also ist die ganze Angelegenheit relativ sinnlos. Ich kann eigentlich... Ach, und jetzt machen wir hier noch kurz...